Der Odenwälder ist stolz auf seine Heimat. Das ist der erste Satz auf der Webseite. Oh, ja. Wo ich dann schon so dachte, okay. Es passt. Ja, es muss ja nicht negativ sein, Nee, deswegen treffen wir überhaupt. uns ja und reden Ja, darüber. Es ist ja. ich glaube, die sind das auch so, weil der Odenwald lustigerweise eine Region ist, die so wenig Menschen kennen. Also ich habe ja versucht, in den letzten 10 Jahren den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Aber Du hast selbst jetzt die Gelegenheit ich dazu. habe die Gelegenheit. Aber selbst, also mein Vater, der mich dann oft am Set besucht hat und wirklich auch tolle Kollegen, auch ältere Kollegen von mir irgendwie gefragt hat und gesagt hat, Odenwald kennen Sie? Und die so, nein. Und dann immer so, es gibt's doch nicht. Also es gibt's doch nicht, dass den Spessart kennt man. Was kann man denn irgendwie tun? Aber den Schwarzwald kennt man. Also man kennt so viele Regionen, aber der Odenwald ist tatsächlich etwas, wo die Leute erstmal, wo man viele Fragezeichen im Gesicht sieht und alle versuchen, das irgendwie geografisch einzuordnen und keiner kann es tatsächlich. Und ich glaube aber, genau das ist das, was die Leute, die dort leben, weil es einfach ein sehr schöner, sehr gesunder, finde ich, Wald noch ist und wo das, dass die Leute deswegen so stolz auch darauf sind, weil sie wissen, sie spielen keine so große Rolle draußen, wollen sie halt zumindest für sich auch eine tolle Rolle spielen oder fühlen sich dort wohl. Also es gibt nicht so viel Angriffsfläche von außen oder irgendwelche schrecklichen Mythen oder Geschichten oder so Den irgendwas. Nibelungenweg gibt es auf jeden Den Fall, habe ich. Nibelungenweg gibt Den es, gibt es. Über genau. 4000 Höhenmeter geht er. Ich habe mich informiert. Da warst du was von Jeder mehr als Tropfen ich diesmal. Schweiß, hieß es in der Beschreibung, wird mit einem wunderbaren Ausblick belohnt. Dann denkt man Ja, doch, na, der Odenwald. ein hügeliges Etwas. Ja. Ja. Michelstadt ist also erstmal Kleinstadt, aber natürlich viel Wald und Wiesen drumherum, was wir auch viel gemacht haben. Viele Wanderungen, viele Ausflüge, viele Spaziergänge. Wirklich viel Schnee noch im Winter mit viel Rodeln und mit Schlittschuhlaufen, alles, was irgendwie dazugehört, mit Reiten, draußen in der Natur sein und im Waldschwimmbad schwimmen, im Stausee schwimmen, all diese Sachen. Also wirklich streng, aber behütet, so muss Und ich wie sagen. kamst du dann auf die Idee, da rauszugehen? Hat das was miteinander zu tun, dass man so denkt, wenn man das dann so hat, dass man sagt, irgendwie jetzt gehe ich raus und werde Moderatorin oder MTV und was dann so kam? Oder war das Zufall? Nee, das war, also meine Eltern hatten ja bevor, wir haben jetzt ja eine Hausbrauerei, also die wurde vor 25 Jahren, haben sie sich dazu entschlossen, nachdem wir sie davon abgehalten hatten, nach Afrika zu gehen. Weil das war einfach, da waren wir schon ein bisschen zu alt, meine Schwester und ich. Das war so genau, meine Schwester mitten in der Pubertät mit 14, ich 12 und wir hatten keine Lust irgendwie, waren zu sehr verankert dann in der Heimat, um zu sagen, jetzt ist ein guter neuer Ort, um eine neue Heimat zu Hey, wie machen. wär's denn mit Südafrika? In Afrika. Ja. Und haben so ein bisschen leider dadurch die Träume unseres Vaters, glaube ich, einfach beschnitten. Das hat er uns dann auch immer mal wieder gerne vorgehalten, nach zu dem einen oder anderen betrunkenen Abend. Ich könnte jetzt da auf meinem Game Drive sitzen mit meinen Geparden und meinem Wein. Aber jetzt bin ich wieder abgekommen. Zack, Nur wie zack. der Sprung dahin, dass du dann quasi von dieser Idylle, sage ich Ja, mal, genau. Wir hatten vorher ein du hättest Kleid ja auch auf dem Weinbäuerin Kleid. werden können oder du Brauhausbesitzerin Ja, vor Ort oder gleich das Hotel. das stimmt. Also wenn sie es einfach gemacht hätten, also wenn meine Mutter gesagt hätte, Kinder, ist mir egal, ich bin auf der Seite eures Vaters und wir gehen da jetzt hin, dann würde mein Leben definitiv ein anderes sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir hatten einen Zeitschriftenladen, da bin ich eigentlich drin groß geworden, zwischen all den Magazinen, all den Zeitschriften, rund um, also wir hatten von der Vogue über die Bravo Girl, über Automotorsport, wir hatten eigentlich alles, was es irgendwie gab. Und natürlich gab es immer die eine Seite nur für Frauen und Mädchen. Und das war sozusagen meine Seite, nebst natürlich Mickey Maus und Spuk, Gespenster und wie sie alle heißen. Dämonenkiller. Asterix und Ich erinnere mich Obelix noch. und die kleinen grünen Männchen und ich weiß nicht, wie die ganzen Comics hießen. Hunderte von Comics. Und ich glaube, das ist natürlich was, was mich irgendwie stark geprägt hat. Also so dieses Bild auf immer so eine Wand mit immer gut angezogenen Frauen, immer aus der ganzen Welt irgendwie in diese Kleinstadt reingeholt, früh angefangen zu lesen, also immer mich schon dafür interessiert, immer schon geblättert, immer irgendwie dann tatsächlich weiter reisen und immer diesen Drang nach Unterhaltung, der einfach steht und ständig irgendwie da war. Und egal welches Kinderfoto man sich, glaube ich, von mir anschaut, ich stehe immer in so einer Modelpose schon da. Das ist wirklich
das, ich glaube, dann so diese Mischung aus einer sehr weltoffenen, klobetrottenden Familie mit diesem Zeitschriftenladen auch aus der ganzen Welt hat, glaube ich, einfach so eine Mischung ergeben, dass ich irgendwann merkte, das wird hier alles sehr klein und sehr eng und ich kann kein Kopfsteinpflaster mehr sehen und ich mag den Kirchenturm nicht mehr hören und ich möchte irgendwie und ich war tatsächlich auch sehr rebellisch, muss ich dazu sagen. Also ich war keine einfach Pubertierende. Ich habe es wirklich meine Eltern sehr schwer Du gemacht. hast jetzt die Gelegenheit, dich zu entschuldigen. Ja, also Nein, muss ich sagen. doch, doch, das wissen die auch. Also das das haben wir in ganz vielen, weil ich bin natürlich schon mit 16 von zu Hause raus und das Gute, glaube ich, am früh zu Hause rausgehen und seine Heimat verlassen ist, dass du früher auch wieder zurückkommen kannst. Also ich glaube, umso länger man irgendwie mit seiner Familie, seiner Heimat verbunden ist und da feststeckt und sich das sozusagen da die Muster irgendwie wie bei so Paarungen, die dann irgendwie schwieriger auseinander zu bekommen sind, entwickeln, ist es natürlich dann auch schwieriger, einfach in so ein freundschaftliches Verhältnis zurückzukommen. Und Ja. ich habe dann einfach wirklich mit 24 auch zu Hause angeklopft, wieder nach so meiner Modelzeit und habe gesagt, so, ich glaube, wir müssen mal reden. Mich Das muss man interessiert das, das, tatsächlich das und das. machen, weil du wirst es sowieso nicht los. Das erkennt man, sag ich mal, Genau. von allen Leuten, die emigriert sind. Thomas Mann, wer auch immer, es versucht hat. Auch Heinz Rühmann war ja auch in Los Angeles kurz. Und irgendwann sitzen die da und merken und leiden darunter. Ich meine, Stefan Zweig, da in Südamerika in dieser Situation einfach nicht zu Hause zu sein. Das Ja, ist ganz, ganz stark. Das ist natürlich. immer sowas. Heimat ist was Positives, aber es, habe ich auch schon mal gesagt, kann auch ein verdammtes Biest sein. Das ist immer so ein bisschen, für mich ist es sehr zweischneidig. Ich muss oft nach Düsseldorf im Zug und ich fahre in Dortmund vorbei. Ich weiß zwar, mein Vater sitzt da im Heim und ich kann gerade nicht aussteigen, weil ich zur Vorstellung muss oder so. Aber wenn ich in Dortmund vorbeifahre, an diesem Schild, Dortmund Hauptbahnhof, bricht mir das Herz. Jedes Total. Mal. Und ich denke die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Du bist jetzt schon so alt, das ist doch jetzt wurscht. Ja. Und dann kurz poppen eben halt die Sachen auf, die dann auch schiefgelaufen sind, wo ich mich in der Schule unfassbar blamiert habe. Die erste Freundin, die ich nicht gekriegt habe, die mir dann mal so die Wahrheit gesagt hat, wie ich so rüberkomme, was nicht so angenehm ist, wenn man dann irgendwie 14 ist und so. Sowas, ne? Also dann Sachen, wo ich mich blamiert habe, Menschen, die gestorben sind, natürlich. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der frei davon ist. Dass es immer etwas ist, was uns so ein bisschen, das ist das, was ich meinte am Anfang wegen Schauspieler, emotional zurückholt. Das ist ein Stich. Geht ganz schnell. Das ist wie ein Ja. Hexenschuss, dass man das kennt oder was auch immer. Dass man irgendwie so, und dann kann man das im Herzen ganz kurz und dann dauert es noch bis Bochum, bis man das wieder rausgezogen hat. Doch in Bochum war ich auch 5 Jahre und da ist es wieder da, also dass man irgendwann vorbeikommt, immer wieder diesen, Ja. das finde ich verdammt mühselig und Ja, ich es ist halt bewundere viel jeden, der das. Einsamkeit auch, ne? Dann doch in unserem Beruf. Also es Ja. gibt einfach diese sehr langen, sehr trockenen und trüben Nächte in den Hotelzimmern. Und wenn man weiß, jetzt sind alle auf der Hochzeit, jetzt sind alle auf dem Geburtstag, jetzt sind alle da und man sitzt dort. Also ich glaube, mein schlimmster Moment wirklich, was das angeht, war jetzt gerade mein Vater ist ja vor 3 Jahren, also er ist vor 3 Jahren gestorben. Und hat Geburtstag am 23.10. und ich war auf der Kinotour für Das perfekte Geheimnis und musste von München nach Köln und wache dann morgens in Köln auf. Und in diesem ganzen Tourwahnsinn habe ich tatsächlich irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich kriege das hin mit dem 23., das wird schon alles irgendwie funktionieren. Habe damit überhaupt kein Problem und hatte irgendwie gegen Mittag, gegen 12 Uhr, also Interviews irgendwie in Köln, in der Stadtmitte und wache aber um 8 Uhr auf, heulend. Wirklich, also wirklich, weil ich sofort gemerkt habe, was mache ich hier? Jetzt sitze ich hier in diesem Hotel alleine. Michelstadt ist 2,5 Stunden entfernt. Ja, ich hätte auch einfach gestern von München nach Michelstadt fahren können. Wir hätten reinfeiern können, sozusagen gemeinsam. Dann hätte ich hier um 12 auch auftauchen können. Aber jetzt habe ich das, also ich habe es halt nicht hinbekommen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag geschmissen. Ich bin nicht zu den Interviews. Ich hatte meine Kollegen, die sind eh gegangen. Also ich hätte sowieso anders planen können, hätte sagen können, der Tag muss für mich frei bleiben, weil ich das, glaube ich, nicht schaffe und habe mich dort in eine Kirche gesetzt und einer Stunde lang Chorallen singen zugehört. Gesenkt zu hört und war wirklich und habe tatsächlich einen Freund getroffen, der auch aus Michelstadt kennt und meinen Vater sehr gut kannte auch und der mich in den Arm genommen hat. Und wo ich dachte, so, das ist etwas, da möchte man nicht alleine sein irgendwo in der, ne, an solchen, und man ist es aber. Man hat so dieses Gefühl, man muss funktionieren. Und das hat mir aber gezeigt, dass es nicht geht. Und ich glaube halt auch, umso älter man wird, umso mehr versucht man sich auch, also wird einem klarer, worum es geht und man ist ja nicht mehr ganz so und
Das weiß ich zumindest jetzt für das nächste Jahr, dass das ein Tag sein wird, wenn nicht wirklich gedreht wird, dass man sagt, okay, aber ich versuche mich im Kreise meiner Familie in der Heimat aufzuhalten, weil da möchte ich sein. Ich möchte gemeinsam irgendwie zum Grab gehen mit meiner Familie und irgendwie mal kurz irgendwie wirklich anwesend sein, so was das Thema angeht. Ja, aber es ist ja immer das Gute und das Schlechte bei der Heimat, dass auf der einen Seite das einem diese Schmerzen zufügt, andererseits schweißt das aber auch zusammen, dass man immer wieder Ja. zurückkommt, zurück zum Ort, zurück zur Familie und man wird es nicht los. Ich bin kein Heimatfanatiker, ich will auch niemanden einreden, ihr müsst es im Herzen behalten, dürft das nie vergessen, ehret eure Eltern und ich weiß es nicht was, man wird sowieso nicht los. Ich Ja. brauche es niemandem einzureden. Und ich glaube, dass Leute, die eben halt diesen Begriff missbrauchen, dass die eigentlich im Grunde genau das Gleiche auch haben. Das frage ich mich halt. Ich glaube, dass jeder im positiven Sinne auf diese Art und Weise angreifbar ist. Weil auch Leute, die dann darüber reden oder die politisch eben in so eine Richtung gehen, wir können es emotional fassen oder es ist auch unser Beruf oder es gehört zu unserem Naturell, deswegen machen wir den Job, dass die das vielleicht verdrängen. Ich habe keine Ahnung, aber dass jeder damit zu packen ist. Man sagt, ihr seid doch verletzlich, ihr habt doch was zu verlieren. Auch. Oder etwas, was euch eben halt diesen Stich versetzt. Und dann oft stellen die sich ja so drüber und legen es auf das Große, ganz Deutschland. Und keine Ahnung, da sagt man jemanden, wenn man jemanden mal fragt, wo bist du denn aufgewachsen, dann kommen mir fast die Tränen. Ja. Also es ist ganz komisch. Dann sagt, ja, da hatten wir doch so eine kleine Bude um die Ecke und so. Und plötzlich denkst du, geht dann sowas auf? Und man so denkt, ja, okay, dann lass uns doch mal darüber reden. Also lass uns doch mal klein, einfach Anfangen. Mikrokosmos. Du Ja, kriegst das sowieso, genau. bist das nie los. Ja, genau. Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben. Da ist die Heimat so eine hässliche Alte, so in so einem Fatsuit quasi, so nackt Ja. als Hexe von Hänsel und Gretel, die ganze Zeit die Hauptfigur verfolgt und immer zu ihr sagt, mich wirst du sowieso nicht los, weil das so ist. Der erschreckt sich auch immer, dreht sich um vor dir und sieht die, weil das ist mein Bild dafür. Du wirst es nicht los. Nee, du kannst gehen, wohin du willst. Also Der ist Gespenster nimmst du immer mit, nimmst ne? du Das mit. ist Und das, die Heimat ist für mich das eines der größten Gespenster. Das ist irgendwie was, was einen so überkommt. Ich weiß noch, wie ich meinem Sohn mal im Bett, so fing das eigentlich an, der hat so ein Liederbuch für Kinder, Volkslieder, deutsche Volkslieder, wo Ja. man so denkt, nee, das kann ich doch jetzt nicht machen, naja, ist ja keiner da, nur mein Sohn und ich und der ist klein genug, schlage ich das Buch auf, alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle, nee, nächstes Lied, langweilig, gut, okay, ich blätter weiter. Und dann habe ich halt Kein schöner Land zu dieser Zeit gesungen und ich merkte, wie bei allen Volksliedern, ich kann nur die erste Strophe, Ja. dachte ich auch schon wieder. So fast ironisch. Und dann habe ich die zweite Strophe gesungen, und bei der dritten habe ich angefangen zu weinen. Und ich konnte es mir nicht erklären. Es lag nicht an der Melodie, es lag daran, dass ich merkte plötzlich, was ich nicht weiß. Und mein Vater kam mir in den Sinn, wie er in 3 Jahren russischer Kriegsgefangenschaft war. Und überhaupt mein Volk auf eine Art kam mir in den Sinn. Aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt in den Heimatverein eintreten, sondern mir kam der Verlust der Kultur in den Sinn. Der aber normal ist, wenn man so viel Scheiße gebaut hat wie wir, ist das normal, dass man dann eben halt Sachen verliert, dass Verliert. Sachen verboten werden. Das war ganz klar. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, diese Melodie ist wunderbar und der Text ist ganz großartig, sehr gut, sehr religiös. Aber ob man sich wieder trifft, weiß niemand zu dieser Zeit, wie das so ist im Leben. Also auch sinngemäß sehr konkret gefasst. Und da überkam es mich. Und ich bin weiß Gott aufgeklärt. Ich bin linksliberal. Ich bin in Kantinen groß geworden. Ich trinke regelmäßig. Also ich sage mal schon so, mir macht keiner was vor. Ja. Ja, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt kein so eine aufgeweichte Gestalt, dass ich jetzt sagen würde irgendwie so, ja, wir müssen das wieder erinnern und so. Aber es kam irgendwoher aus meinen Gedärmen. Ist ja auch schön, weil das ist wahrscheinlich genau das, was sozusagen uns ja eigentlich ausmacht oder ausmachen würde. Und da ist ein Stück verloren gegangen, was man nicht mehr Ja, zerstören kann, was man ganz wie, also, es ist noch und vor allem, irgendwo, es ist es ist irgendwo. irgendwo und es ist ja auch einfach die Zeit, wo jetzt viele Menschen gehen, die wirklich noch irgendwie Ja. dabei waren. Und das ist das, wo ich immer denke, das ist, wen kann man denn noch fragen? Ist wirklich alles niedergeschrieben? Ne? Ist wirklich, wer kann einem, wie ein altes Rezept, was man also ne, einem jemand übergibt, wie, weiß ich nicht, in anderen Ländern Rituale, Schamanen weitergegeben wird. So, das ist ja. Das ist das, glaube ich, ne? Da denke ich immer, wo geht das alles hin? Und
kriegen wir davon überhaupt noch mal irgendwas zurück oder das zu spüren? Naja, du bist ja an der Quelle, also wenn du in den Odenwald fährst. Naja, das ist ja schon so ein bisschen so. Du hast das bestimmt auch aus einem gewissen Grund dort, diese Ruine, wie du bei der Sendung, ich habe das gesehen, mit Jonathan Miese. 10 Jahre ist das schon her. Du siehst hervorragend aus. Naja, ganz nehmen, das müsst ihr rausschneiden. Nein, aber ich dachte, das wäre so vielleicht 2 Jahre, naja, gut. Danke. Aber das ist ja schon so, eine, dass man irgendwie halt mit Liebe zum Objekt, sage ich mal so. Ich meine, ich bin nicht sicher, ob man ein Haus kaufen würde, wirklich nicht. Und das ist, ich hatte ein bisschen Schiss, dass dieser Heimatgedanke ist da nicht so, Gibt es hat denn da nicht so eine also noch andere Lieblichkeit. Leute, die du kennst? Also wir machen immer zum 23.12., meine Schwester und ich seit 10 Jahren, eine Homecoming-Party von unserem Hotel, von der Träumerei und der Hausbrauerei. Und ich glaube, letztes Jahr also wir hatten schon bis zu 1500 Leuten da, die tatsächlich alle zur Weihnachtszeit nach Hause kommen, sie am 23. alle ganz schrecklich bei uns betrinken und am 24. alle ganz schlimme Kopfschmerzen haben, weil eigentlich die Party am 23., diese Homecoming-Party, und alle sehen sich und alle treffen sich und das ist eine Riesenaufregung, gleich wie so auf so einem kleinen Platz, der dann aus allen Nähten platzt und das aber so schön ist, ne? Wo ich dann manchmal einfach so oben am Fenster stehe oder auf der Terrasse und einfach runterschaue und mich wahnsinnig freue und ganz beglückt bin, so irgendwie doch ein kleiner Teil dessen zu sein, was ich eigentlich gar nicht so richtig bin. Also deswegen ist auch bei mir so der Spruch so nah und doch so fern, weil man permanent irgendwie das Gefühl hat, irgendwo was zu verpassen oder nicht richtig dabei zu sein. Also es ist ein unglaubliches Zerreißen und so am 23. dann so alle möglichen Menschen, die man einfach schon so lange kennt, so auf einem Platz zu sehen, ist schon irgendwie ganz schön und gibt mir so ein Gefühl von, klar, es ist Weihnachten, Besinnlichkeit irgendwie, gerade ist die Welt irgendwie in Ordnung, so ein Moment von Glück einfach. Ja, bei uns ist nicht mehr viel, leider. Darauf bin ich auch neidisch. Ich bin eher neidisch auf Leute, die schon als Kinder viel durch die Welt gereist sind. Ich war immer schon neidisch auf Leute, die einen englischen zweiten Vornamen hatten, weil sie zufälligerweise in Indonesien geboren sind und so. Das habe ich alles nicht zu bieten. Wenn ich meine Biografie schreibe, dann wird sie heißen Heiligabend 14 Grad. Weil bei uns war es Heiligabend immer 14 Grad und es war immer Nieselregen und kein Schnee. Naja, manchmal war es auch 12 Grad, aber es war eben halt, das ist so der Bundesrepublik Westen. Ja, ich habe auch schon einen Namen. Der kommt nicht von mir, der kommt von meinem besten Freund. Der meinte, wenn ich eine Biografie über dich schreiben würde, würde die Lieben Leiden Lallen heißen. Die lieben Leiden Lallen? Lieben Leiden Lallen. Ach so, ja. Das ist doch cool. Ja, das hilft natürlich auch. Aber über die Trinkerei wollen wir nicht sprechen. Nö. Das tun Wir wir auch gar könnten, nicht. ich trinke mal einen Schluck Wasser. Mir auf jeden Fall. Entschuldige bitte. Nimm dir. Aber das ist ja. Es ist Nachmittag, deswegen hat man uns hier mit Wasser und Genau. Aber es ist natürlich auch. Das ist ja auch ein. koffeinhaltigen Getränken irgendwie. Das ist ja auch ein Klischee, dass die Schauspieler, wenn sie alleine sind, immer trinken. Und das stimmt ja auch nicht. Habe ich es gelesen? Ich weiß nicht mehr, gesagt, du bist Halbpessimist? Was ist damit gemeint? Habe ich das mal gesagt? Man Ja. sagt ja auch so viele wunderbare Dinge in Ich seinem fand Leben, das oder? irgendwie großartig. Ich bin Halbpessimist. Hobbypessimist, habe ich schon mal gehört. Ein Halbpessimist. Naja, was heißt das? Man könnte auch sagen, ein Halboptimist, ne? Ja. Wie man die Sachen so sieht und dann wahrscheinlich doch einen Tacken negativer, also eher so auf das Glas ist halb leer statt halb voll. Ja, so gut. Obwohl das ja auch eigentlich gar nicht so stimmt. Also wenn man kann über sein, also ich dürfte über mein Leben, man hat ja so seine, natürlich seine Dinge, mit denen man irgendwie unzufrieden ist oder wo man einfach merkt, es läuft nicht rund. Und das hat aber immer mit sich selber und mit der Arbeit an sich selbst zu tun und wie man mit gewissen Dingen umgeht. Aber ansonsten würde ich mich niemals über mein Leben beschweren wollen. Also so, weil schreckliche Dinge passieren und trotzdem passieren überall auf der Welt noch schrecklichere Dinge. Also das ist schon so, man muss es immer alles in Relation halten, finde ich. Und dafür geht es mir schon wahnsinnig gut. Es ist schon alles sehr. Deswegen bin ich eher eigentlich jetzt ab jetzt ein Halboptimist. Ja, aber es gibt, ich kenne viele Leute, die, ich sag mal, ländlich aufgewachsen sind, da schon ein paar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, wie du sagst, das früh genug klärt. Weil ich hatte den Eindruck, als ich über dich gelesen habe und es gehört habe, dass das alles, da war ich natürlich auch tierisch neidisch drauf, bin dann immer so neidisch, weil ich so denke, so, ah, warum ist es bei mir immer so nicht verzwickt, aber nicht so klar? Weil manche Leute reden oder scheinen so klar zu sein. Sie wachsen irgendwie auf, wo es toll ist. Die haben eine tolle Kindheit und rennen durch den Wald den ganzen Tag und so. Und dann werden sie was und eine tolle Karriere und dann fahren sie zurück und kaufen dann da oder keine Ahnung, bauen sich dann da irgendwie was oder haben noch ein Stück Heimat, erobern sich das zurück und so.
Und ich habe mir schon gedacht, das ist vielleicht nicht ganz schmerzfrei, auch bei dir, weil ich kann mir das aber von mir aus immer nicht vorstellen, dass man doch, also das bis 24 und dann nochmal zurück und das nochmal klären. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht zu lange wartet. Also es wird Genau. die Mauer so hoch, das schafft man da nicht Ja, mehr. eben. Also wie gesagt, entweder man sitzt das viel zu lange aus von vornherein, weil man sich selber nicht aufraffen kann, irgendwie zu gehen, und dann ist dieses Loslassen immer schwieriger und immer komplexer, und dann irgendwann endet das wahrscheinlich in einer großen Frustration für alle Parteien. Und dann gehst du halt auch nicht mehr gerne zurück, Nee. oder man geht halt wie gesagt, wie ich, und da gab es viel zu klären. Also so, ne, so rosig war das nicht, aber einfach aus den Gründen, dass ich für mich irgendwie eine schwierige Pubertät hatte, weil ich immer sehr, für mich finde ich, eher komplexer und auch eher pessimistisch gedacht habe. Also ich war immer schon so ein bisschen auf der, So schwarze Klamotten getragen und ja, so. ganz viele, also sie haben versucht wirklich, also ich war ja dann Bravo Girl, so ein Homeshooting zu machen, haben mich da vor meinen Schrank gestellt und dann war alles schwarz. Und dann haben sie mich vor den Schrank meiner Schwester gestellt, der sehr bunt war. Also das Bild, das damals in der Bravo Girl war, das war nicht mein Schrank, sondern das war der meiner Also, ihr wisst jetzt Schwester. alles, war nicht ihr Schrank. Nee, und einfach immer ganz andere Gedanken hatte und immer irgendwie dachte, wieso versteht ihr mich nicht? Also dieses große Unverständnis irgendwie. Und das hat sich auch, bis ich gegangen bin, nicht geklärt. Und das musste einfach irgendwie geklärt werden. Und da gab es natürlich auch viele Sachen, die mich sehr unsicher gemacht haben, von Kind auf einfach, weil ich körperlich Probleme hatte, und da in der Schule auch teilweise gemobbt wurde, solche Geschichten. Das passiert auch im Odenwald, Auch das das ist. passiert im Odenwald. Ja. Aber ich glaube, ich hätte auch, also wenn einem anderen Kind so Sachen passiert wären, weiß ich nicht, war schon immer jemand, der versucht hat, auch so die Schwachen aufzufangen, weil ich selber Schwächen hatte. Aber hätte ich keine, wäre ich vielleicht auch eher einer von denen gewesen, die dann über solche Situationen, wie sie mir passiert sind, eher gelacht hätten oder irgendwie dann so Späße drüber gemacht hätten oder so. Ja, das sind leider die ganz schlimmen Sachen, die ich auch aus meiner Kindheit und aus meiner Heimat in Erinnerung habe. Komischerweise frisst sich das fest. Viel vom Negativen bleibt so richtig hängen wie eine Narbe. Das ist beim Positiven meist so irgendwo ha, Ja. aber die richtig üblen Sachen, die hast du dann immer Ja, noch im das Kopf. trägt man, ja, also das trage ich auch heute. Also ich glaube, das ist auch das, was mich tatsächlich geprägt und ausgemacht hat. Also und wirklich mich auch so anders tiefsinnig hat irgendwie an Dinge rangehen lassen, die meine Familie gar nicht so auffangen konnten in der Hinsicht. Und deswegen hat das immer irgendwo natürlich zu einer Quälerei für beide Seiten geführt, ne? So. Und die Fantasie von mir war, glaube ich, auch um einiges stärker. Also einige Sachen habe ich mit Sicherheit auch überdramatisiert, könnte ich mir vorstellen, ne? Das ist so, Ja, klar. oder werden dann auch kleiner gespielt vielleicht, als sie tatsächlich waren, weil man irgendwie sagt, aber es ist ja eigentlich alles gut. Aber es ist auch jetzt noch. Also ich war jetzt Anfang des Jahres, April, 2 Wochen zu Hause. Weil ich mich von meiner alten, neuen alten Heimat gelöst habe von Wien und tatsächlich nicht wusste, wohin mit mir. Und kurz die Überlegung war, weil ich mich getrennt habe, und kurz die Überlegung war, ob ich tatsächlich was mir jetzt in Michelstadt kaufe. So, also ob ich jetzt tatsächlich wieder dorthin ziehen sollte, weil ob ich hier in Berlin zum Flughafen eine Stunde brauche oder von Michelstadt nach Frankfurt eine Stunde brauche zum Das Flughafen, stimmt. ist eigentlich egal. Aber da sind viele Freunde, da ist meine Familie vor allem. Und nach 2 Wochen habe ich gemerkt, dass ich das nicht kann. Also wirklich nicht Aber kann. das Das meine hat, ich, das ist die andere Seite des Biests, was man dann genau, spürt. das ist wirklich Ich kann diese hier nicht schlafen, ich kann Räumlichkeit. nicht aufwachen und das ja, Weil, ja. also das ist halt wirklich, wir haben halt auch unser Hotel und unser Restaurant auf diesem wunderschönen Platz, aber man kommt halt auch nicht viel weiter raus als über diesen Platz. Und man ist immer in diesem Kreis, in diesem Kokon. Und wenn man dann so viele Jahre wirklich schon woanders gelebt hat und immer so die Möglichkeit auf Weite und hatte, dann merkst du irgendwann, dass das also das ist wirklich so eine körperliche Geschichte. Wirklich gemerkt, wie ich wahnsinnig werde. Also nicht nur körperlich, Hey, das fängt sondern einen ein, psychisch. das Also wäre. es war wirklich, ich dachte, ich muss hier raus, ich kriege keine Luft. So. Also in Berlin fühlst du dich wohl, Ich auch fühle mich jetzt. sehr wohl in Berlin.
bin wieder ganz toll angekommen Ja, hier. ich wohne ja jetzt auch in Berlin. Die verschiedenen Theater, die immer meine Heimat waren, die Kantinen, wie gesagt, da bekommt man zu essen, da Ja, bekommt man zu trinken, kann trinken. sich auch irgendwo hinlegen, wenn man müde ist, das geht Ja, auch. Die sind haben mich viele Leute, nette natürlich, Leute da, man ja, kann sich alle gut meine Freunde in unterhalten. Anführungszeichen. Ja. Jedenfalls hat mich das immer so durch die ganze Republik quasi geführt oder durch Deutschland und deswegen ist das so ein bisschen der Grund, warum man auch heimatlos geworden ist, weil das war eine Weile lang immer das Theater und irgendwann war das nicht mehr der Hauptgrund, in eine Stadt zu ziehen. Das Stadttheater ist immer dann der Hauptgrund. Ne? Man spielt da, repräsentiert das zum Teil auch und sucht sich dann irgendwas zu wohnen und arrangiert sich. Aber das härtet auch ab, dass man so Umzüge einfach mal macht, weil der komplette Entourage da woanders hingeht, eine andere Stadt. Da Ja. geht man halt mit und dann denkt man sich, und jetzt bin ich auch das erste Mal gezwungen, quasi als Freiberufler nach sehr langer Zeit festangestellt, eine andere Stadt aus meiner Heimat anzusehen. Das ist wirklich ein neues Gefühl, dass man jetzt so denkt, so ich muss mich nicht identifizieren mit einem Gebäude, das war früher das Ah Stadttheater, ja, okay. sondern ich muss mir jetzt einen Kiez suchen. Da fängt es ja schon mit an, oh Gott, wo ziehe ich denn hin? Und dann findet man zufällig eine Wohnung, die ist dann irgendwie ganz okay und dann sagen einem Leute, wo man dann so ist hier, bist jetzt hier, da und da und so weiter. Ich lebe ja auch in Berlin und dann kommt dann immer so diese Vorurteile von dem Kiez und dann muss man das jetzt also in einer Heimat verkaufen. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, dass es dafür zu spät ist. Aber zum Glück. Also ich bin ganz froh. Ich kann nicht sagen, Berlin ist meine Heimat. Ich kann leider im Augenblick schlecht sagen, was meine Heimat ist. Also ich meine, ich muss es noch kleiner ziehen. Klar, die Familie und im besten Sinne dann irgendwann der Job. Also das, wo ich mich auskenne, wo ich irgendwo bin und dann kommt ein Vorgang auf mich zu, ein Regisseur kommt an mich heran, sagt, du stellst dich ja auf die Marke, da ist die Kamera, dann denke ich so, ah, zu Hause. Irgendwie, okay, Ja, ja, in Ordnung. Und dann kommt's Catering und dann rede ich auch mit den Assis und mit den Aufnahmeleitern. Irgendwie redet man so, als ob man befreundet wäre, wenn man so denkt, ich kenne den Vorgang. Ja. Ich bin der Stefan. Hey Stefan, ich bin der Peter. Ich kenne den gar nicht. Aber du hast das Gefühl, ich kenne den Vorgang. Ich fühle mich irgendwie wohl hier, weil ich weiß, was gleich passieren wird. Und Mein das ist, Mitbewohner. ja. Und das ist dann irgendwie, dann kommt irgendwie die Stevie oder keine Ahnung, bringt mir einen Kaffee und ich denke so, hey. Und das Hey. ist dann irgendwie, und im Theater ist es auch, ich sitze auf der Probebühne, schimmelige Tassen mit Kaffee, der ein paar Wochen alt ist, stehen da rum und ich denke so, ah, es riecht hier so vergammelt, ich bin zu Hause. Sehr Und dieser gut. Geruch nach Papier, wenn der so frisch, ja, hier ist die fünfte Fassung, boah, wieder 2 Kilo und das stinkt so, dann denke ich so, die werden sowieso in einem Tag wieder passé sein, aber irgendwie fühle ich mich zu Hause. Das ist für mich, ist das Ja, das mittlerweile ist, die Heimat. ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich ich mich immer sehr wohl gefühlt habe in Wien, aber dort überhaupt keine Heimatgefühle entwickeln konnte. Also es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht irgendwo richtig fasse. Also so, ich fand da die Wohnung schön, in der ich gewohnt habe und natürlich die Menschen, die dort mit mir in der Wohnung gewohnt haben. Aber so dieses ganze und so spezielle Fleckchen, aber ich habe immer gemerkt, mir fehlt so dieses Andocken, was ich kenne, wenn ich irgendwie zum Spielen gehe und ich weiß, ich bin irgendwie jetzt in der und der und der Stadt und dem Hotel oder in der und der Wohnung oder dann, wie gesagt, auch am Set, wo ich irgendwie tatsächlich gemerkt habe, wenn ich länger als 2 Wochen dort war, bin ich unglücklich geworden. Also ich musste permanent dort raus. Ich musste permanent das Land verlassen, um in eine Heimat zu kommen, weil es dann vielleicht doch tatsächlich mit auch Landesgrenzen zu tun hat, tatsächlich auch mit Deutschland und Österreich zu tun Heimat hat. ist auch Sprache. Ist Sprache und Also ist auch ist viele sagen, Heimat ist Essen, aber Heimat ist halt auch Sprache. ja, das Essen ist ja super in manchen Bereichen, aber dachte ich jetzt nicht so. Naja, es ist Sprache und es ist auch tatsächlich irgendwie ein Zustand, ein Sein der Menschen, die dort sind, ne, auf eine entweder direkte Art oder ne, sind die Menschen direkt und sind sie da? Und ich habe das immer sehr vermisst, einfach. Ja, das hat mit Heimat zu tun. Ich meine, ich erkenne im Ausland auch jeden Westfalen. Ich meine, Ich glaube, ich bin auch der Nasenmensch tatsächlich. Jessica, ich danke dir, dass wir uns so Ja, lange unterhalten haben. sehr Ich schön war denke, wir das. machen jetzt erstmal Mal Schluss. Schluss. Vielleicht sehen wir uns auch wieder und du kommst wieder Hoffentlich. vorbei und wir gucken mal, was in der Zwischenzeit mit uns in unserer Heimat passiert ist. Ja. Und danke für deine Offenheit. Und was ich ganz toll finde, du hast mal gesagt, auch in dem Film Jonathan Mesel, was über Schauspielerei redet und so, ne? So und so merken die nämlich, dass ich das gar nicht kann. Oder Genau, sowas. ja. Das finde ich extrem sympathisch. Ich find es immer ganz toll, was mir auch so geht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand nicht schamlos ist. Und Ja. sich schämen ist eine ganz, ganz hohe Qualität. Und wenn man schon so sagt, ich glaube überhaupt nicht, ich merke nicht, dass ich das gar nicht kann, dann steckt das in dir drin auch. Und das ist ganz wichtig. Herrlich. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und Cut!